Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines 22 Challenge Projekt. Mit dabei haben wir, wie jetzt gedacht, Andi Patti Schweizer. Grüße. Hallo. Hallo. Ich muss ja meine Beta-Güter zusammenbauen, ich muss hier weiterarbeiten. Oh. Oh. Achso, das ist gar nicht. Warte, ah, das ist der Spiegel. Ah, ihr habt leider. Achso, wir hatten jetzt ein bisschen Zeit, uns vorzubereiten, deswegen haben wir einen kleinen Ölwechsel gemacht. 150 cm. Männer, was macht ihr denn so? Ich fahr grubbern. Grubbern. Traktor fahren. Das klingt ja sehr spannend. Ich komme mir alle auf der falschen Seite entgegen. Warum sind die denn so? Apropos dagegen kommen oder entgegenkommen. Wir haben natürlich so ein paar, wie soll ich das jetzt nennen, Kommentare gesehen. Und vielleicht auch so ein paar nicht ganz zufriedene Kommentare. Und wir haben jetzt intern etwas vereinbart. Wir werden die Woche mal gucken, wir haben das nicht geäußert zu den Teams, gar nicht. Wir werden einfach mal gucken, was draus wird. Und dann reden wir nächste Woche nochmal drüber. Aber wir sind gespannt, wie sich andere Teams auch verhalten. Hat es da gestanden? Team Gelb, bitte bleiben Sie auf Ihrer Straßenseite. Das musst du Ihnen schon erklären. Nö. Das werden Sie wohl begreifen. Meinst du? Ich hoffe es. Ich hoffe es auch. Also wenn wir die Ballen hier runter haben, könnten wir das Sägewerk setzen, wenn wir was brauchen würden. Ah, oh, jetzt sollen die Bäume mal wachsen. Ein verlassener Drescher von Team Gelb. Soll ich mitnehmen? Ein verlassener Drescher? Da steht mitten auf dem Feld. Steckt der Schlüssel? Denke. Oh. Rohr ausgefahren. Feld abgeerntet. Komisch aus. Ja. Wer weiß, was die damit vorhaben. So. Oh, was ist da am Händler los? Weiß ich nicht, sag du es mir. Aha. Was ist da los? Dünger, Kalkkanal füllen. Streuerdingsdünger. Was macht die denn da? Ach du Scheiße. Sollen sie machen lassen. Das ist ein Rungenwagen, kein Plattformwagen. Ich fülle ihre Dekobäume. Viel Spaß. Oh nein, Buddy gibt Geld aus. Oh nee. Für was? Hä? Er hat den Anhänger umkonfiguriert, weiß nicht warum, er redet nicht mit mir. Welchen? Den Grünen. Warum das? Frag ihn! Ah, Karl kann bestimmt. Da ist heute nichts sehr gesprächig. Herr Patti, Pattison. Hatte die Kolonne vom Händler runter. Was? Ich gehe jetzt köpflich Kalk erwerben und dann Kalk ist uns. Achso, Patti, du hast es nicht erwähnt, dann erwähnt es nicht. Heute am Dienstag, hallo. Dass Patti weiß, was er machen muss. Und auch wenn wir schon neu ist. Ja, und ein gutes Neues, ne? Ach ja, gesundes Neues und so. Also wenn ich Patti so reden höre, ne, habe ich direkt Bock aufs Neujahr. Motivation ist da. Ja, was für ein Vieh. Die Bellen. Alter, boah, hier kommen sie ja alle entgegen. Alter. Was ist mit dir los, Party? Da kommt noch einer. Ja. Alles mit seinem Spielmobil. Die wollen nur den LKW angucken. Dann zeigt ihm, wie man schnell fährt.
So, dann fehlt uns aber Arbeit für mich dann. Was ist schon wieder? Ach, nix. Alles gut. Zwei Missionen annehmen. Hab vielleicht gerade Plumps im Graben gemacht, aber ich bin schon wieder draußen. Komm auf deine Meldung, bitte. Ah, da war es da drin? Ja, ja. Okay. Das ist hier vorne direkt an der BGA, da ist es doch relativ. Ah, ja. Auch tief, aber ich bin mit dem MAN gleich wieder rausgekommen. Soll ich nachher mal kurz die Heuballen verräumen? Das wäre gut. So, ich gebe jetzt Geld aus. Was? Kalk. Wie viel? Ja, 21.000 Liter. Was? Mach mich voll nicht wieder auf den Boden kippen, dann es bleibt wieder alles liegen. Wir haben richtige Noten auf den Boden kippen. Ich weiß jetzt halt nicht, wie viel ich brauche. Es geht aber einiges drauf, weil wir auch Werte haben, wo der Kalk, der pH-Wert sehr schlecht ist. Von daher nehme ich jetzt mit. Kostet ja nichts. Was macht da ein Gelber bei uns unten? Was? Wo ist denn Gelber? Unterhalb von unseren Wiesen. Ich hol die Schrotflinte. Eine Mission machen. Ach, hallo? Nee, ja, doch, eine Mission machen. Ich höre. Er fährt da hinten bei unseren Weiden. Bei unseren Bäumen rum. Das hab Geld ausgegeben. Das ist der. Ach, die machen eine Drescher-Mission hier unten. Der GCB ist gerade mit zwei Anhängern vorgefahren. Okay. Ich glaube, der JCB weiß nicht, was er will. Warum? Wohin er will. Ah, der Drescher bewegt sich auch hier oben. Ja. Noch nicht sehen, wer er fährt. Warum sitze ich eigentlich wieder in dem MAN? Tja, du bist davor gestanden. Hast du dir gedacht, gut? Nö, ich stand ja daneben. Was ja trotzdem. Nämlich da nicht aufdrängen, ne? Das ist kein Problem. Ich setze mich auch um meinen MB-Truck und gut ist. Warum die bloß die Drescher-Mission hier runter machen? Warum glaubst du? Weil fertig. Ein Feind. Ja. Ui. Das schmeckt. Das hat das Kalkkauf und schon wieder reingeholt. Hat's auch hier abgeschlossen, zack, zack, direkt das Ding ein bisschen durch. Bringst du sie gleich, oder? Was? Bringst du sie gleich? Was auch nicht. Haben wir einen Flug? Nee, ne? Mhm. Warte, Meister? Flugmission? Nee, aber hier sind halt richtig viele große Löcher im Boden. Kannst du 5000 Euro sehen? Sorge um Hirse? Oder können wir da einfach drüber sehen? Ich weiß es nicht. Die Heubahnen jetzt weg, dass sie weg sind. Dann irgendwann da steht ein Frontlader. Ich glaube, da standen halt irgendwelche Futterdinger drauf. Ach, wo so, die Futterhütten waren, ja. Ja, ja, da sind halt richtig viele Löcher im Boden, wo wir nicht Gras drüber sehen können. Vielleicht mal sehen. Also ihr wart jetzt der Meinung, wir sollten uns mit den Erntemissionen nicht aufhalten, oder? Ah, oh, du bist halt ewig unterwegs, ne? Geht das wieder los? Oh. Was denn? Was? Oh, dieser Frontlifter. Jetzt krieg ich die Scheiße hier nicht wieder. Mann! Hatte dein Kabel dran, hör auf! Schwierig. Schweiz ich mal das. Lass mich kurz ein.
kommt, ich gehe mit dem Drescher. Der fährt über unseren Hof, die Sau. Oh, jetzt ramme ich ihn weg. Nehm mal. Warum fährt der über unseren Hof? Der kann da gar nichts raus, oder? Viel Spaß. Da gibt's doch keinen Weg darunter. Außer über unsere Fläche. Eigentlich nicht. Kostet Weg zu. Der hätte eigentlich eins aber da unten reinfahren müssen. Ich weiß nicht, wohin er will. Ach, weißt du, was ist? Die Straße da unten ist ja die scheiß schmale Straße, Andi, wo wir auch schon mal drin waren. Das ist ja ihr Problem, wenn sie kein Schneidwerk sagen. Die haben kein Schneidwerk sagen, die kommen da nicht rein. Der würde jetzt hier im Feld runterfahren. Hältst du das mal fest auf Kamera? Ich fahre dem jetzt hinterher. Ne, der fängt jetzt an zu dreschen hier. Ach, dann haben sie die Dreier die statt haben die zwei. Das, die haben dieses Abfahrgefährt nur auf die andere Seite gestellt. Okay. Aber eigentlich könnte man auch Wendersungen gehen. Boah. Natürlich. Bitte 4. Ah, ich verstehe. Und dann nehmen sie wahrscheinlich gleich darunter noch die zwei an. Gleiche Sorte. Alter, weißt du, wie lange die da unterwegs sind für die Mission? So. Aber mir ist das egal. Weißt du, was jetzt geil wäre? Wenn wir das Drescher holen und die zwei unten machen. Du bist ein böser Mensch, André. Oder auch nicht. So. War immer fix eine Düngermission, oder? Ich kann mir auch vorstellen, dass sie bereits beide Missionen angenommen haben. Ja, genau. Die zwei ist noch da. 5000. Dem Dennis sagen sie, sollen sie machen. Wow. Feld 45 hier oben. 5 ist auch da, bei uns wäre sehr viel Erntemission. So, wenn Feld 4 wäre da gewesen, das wäre sozusagen nebenan gewesen. Ja, ich hab's nur wegen dem Preis genommen. Andere sind 7000. Hey, feier im B-Tag, ich bin ja sofort wieder da, Schweizer. Okay. Feld 4 sind auch 6000. 6000, 5000, ist richtig was hier drin. Aber momentan. Oh, schön düngen, ohne viel Verschleiß. Ohne, bin ich Party, also. Ein wildes Säge. Vorne fährt irgendwas. Das ist was Grünes, aber ich kann es noch nicht eruieren. Ich brauche meinen LKW, ich kann den nicht einholen. Er ist flott unterwegs, sieht aus, wenn es Ralf wäre. Hinter dir kommt auch ein Grüner. Das ist Ralf. Hinter dir kommt auch ein Grüner, der holt auf. Naja, ich fahre halt 42, ne? Mehr geht nicht. Haben wir Bannen verloren? Nein, warum denn das? Hat Bodenunebenheit. Ui. Wir haben ihn schon wieder. Announced. Sind wir punktemäßig noch vorne, ja, ne? Jo. Punkte sind wir vorne. Hier ist mein Feld. Da komme ich rein. Ja, ganz unten beim Händler. Im Händler? Ja. Jo. Und irgendwas Gelbes entgegen. Ein Dark Templar.
Da ist eine Einfahrt. Das war vorm Händler. Oh. Ach doch nicht Männchen hier. Jemand Düngerstreuer lässt Lücken. Was ist das denn? Er lässt Lücken? Ja, immer so Felder bleiben frei in der Mitte. Hm. Was ist das denn für ein Bug? Wollen die Prozente hochgehen? Ja, aber ich, wenn das so weitergeht, werde ich nicht fertig. Das habe ich noch nie gehabt. Ui. Immer die Breite durchschalten. Bitte? Immer die Breite bitte durchschalten. Jetzt geht's. Was ist das denn? Hat er aber auch noch nie. Hatte ich das auf der Fichtal. Gut, dass wir Party haben. Nö, das hat mir Schweizungsrohr gesagt. Ja. Wir haben Salzwangen, hat jetzt zwei Silageballen im Lager. Wow. Ich mach uns jetzt mal so ein paar weiße Schafe. Was ist denn? Also. Habe ich heute zu viel Hustensaft getrunken oder was ist hier passiert? Das wird so gerade nicht reichen wahrscheinlich. Du bist du eh? Achso, von der Prozent her, oder wie? Eine Menge, was ich noch bei habe. Du bist du eh am Händler unten? Ja, ja. Alle ziemlich schweigsam heute. Ich bin krank, ich habe immer eine gute Ausrede. Ach, du wieder. Hat gereicht. Sehr schön. Sollen wir uns gleich nochmal den Streuer auffüllen? Besser haben wir es brauchen, ne? Wenn dir. Wenn du schon unten bist. Eben. Wollen wir auch ein bisschen Luft dann nämlich noch ernähren? Soll ich 41 sein oder willst du was düngen? Mir eigentlich egal. Mir ist auch egal. Aber
immer noch andere arbeiten? Lass uns in der nächsten Folge schauen. Meine Damen und Herren, für heute sind wir fertig. Danke fürs Zuschauen, fürs dabei sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Bis morgen. Macht's gut. Tschüssi. Tschüss.